Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gesehen, oh mein Gott, wir konnten nicht mehr heizen. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr nach unserem Intro. Na, datten Mist, du bist so schön auf der Rückreise von, Gott unserem, sei Dank. Von unserem Video, was ihr am Samstag seht, und zwei Enten, ja. Die sind immer quer durcheinander, sind ja auch quers. Auf jeden Fall hatten wir da einen Fehler auf einmal. Wir saßen hier, hatten noch so eine schöne Essenzeit gemacht, haben an nichts Böses gedacht. Auf einmal guckt Jepper nach oben, erkennt was? E133H. Gut, natürlich guckst du erstmal nach, was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet das als erstes? Braucht er gar nicht nachgucken, es heizt nicht mehr. Ja, okay, das ist natürlich richtig, das war also, die Folge. Ne, es gab kein heißes Wasser mehr und nichts mehr. Und es wurde langsam kalt. Gott sei Dank war es die Rückreise. Und jetzt kannst du erklären, was wir gemacht haben. Und dazu gehe ich mal kurz aus dem Bild für euch. Ich bin gerade geboostert und jeder weiß, was geboostert heißt. Es könnte sonst passieren, dass euch andere in dieses Video gehen und das möchte ich euch nicht antun. Dann macht er das lieber hinter der Kamera. Und du bist bei dir. Dementsprechend, Stefan erklärt euch da ein bisschen. Und dann bin ich gleich nach dem Stefans Monolog. Nein, es ist wirklich interessant. Ist das, also, es ist, ja, vor allen Dingen gibt es Tipps, wie man hier das beheben kann. Ne? Deshalb, also zumindest, wie man erstmal wieder heizen kann. Deshalb, nach diesem ganzen Palaver geht's hier los. Stefan, erklär mal, was war denn hier? Da los. Genau. Ja, erstmal haben wir geguckt, wie kriegen wir denn das raus, was das für ein Fehler überhaupt ist. Denn es ist nämlich eine Besonderheit hier, es gibt bestimmte Fehler, die stehen leider nicht in der Bedienungsanleitung mit drin. So auch dieser Fehler, E133H. Was bedeutet der eigentlich? Wir haben es ganz einfach gemacht, wir haben freundlicherweise beim Troma-Service angerufen, die waren super nett und super freundlich dort. Und die konnten uns dann das aufschlüsseln und haben gesagt, dass es sich um einen Kurzschluss handelt. Und zwar in dem, wie heißt es so schön? In dem, was habe ich gesagt? Kamin jetzt, genau. In dem Kamin gibt es einen Kurzschluss, entweder direkt an der Heizung, also wo der Anschluss ist, oder im Weg dorthin zum Kamin, also zum draußen, zum Außeneinheit, das heißt das Kabel, oder halt die Draußeneinheit, die blenden wir jetzt nämlich mal ein. Da ist nämlich eine komplette Einheit drin. Da könnte es nämlich auch zu einem Kurzschluss kommen. Genau. Was haben wir dann gemacht? Wir haben den, unseren Händler angerufen und haben dann gesagt, Mensch, du, wir haben da ein Problem. Können Sie uns da mal helfen? Ja, die haben dann auch einen Termin mit uns gleich am Freitag gemacht. Das ging sehr flott und sehr, sehr einfach. Also null Problemo. Und sind dann da hingefahren. Und da war es dann so, dieser Fehler ist bekannt. Die kannten den Fehler auch schon, und zwar bei anderen Fahrzeugen mit Dieselheizung. Da geht es nämlich darum, um diese Außeneinheit. Die hat nämlich einen kleinen Defekt leider. Und zwar ist es dort ein Motor verbaut und dieser Motor hat einige Spulen drin. Und die Spule, je nachdem auf welcher Stellung diese Spule stehen bleibt, kann der Motor manchmal nicht mehr anlaufen. Und so ist es auch bei uns passiert. Er konnte nicht mehr anlaufen. Kurz und knapp, wir haben eins gemacht, wir haben diesen Motor einfach mal ein Stückchen weiter gedreht, haben die Heizung dann nochmal versucht anlaufen zu lassen und siehe da, ohne Probleme lief die Heizung wieder an. Damit das aber, denn das ist die erste Hilfe, die ihr vor Ort machen könnt, schraubt einfach draußen am Kamin diese vier Schrauben ab, oben, unten, wir blenden das jetzt nochmal ein, dann kommt ihr auf dieses nächste Bild, was wir euch einblenden, das ist nämlich die Einheit sozusagen, die ihr dort drinne seht, und dort bewegt ihr einfach dieses weiße, was jetzt, sich jetzt bei uns auf dem Bild dreht, dieses weiße Rädchen bewegt ihr einfach mal ein bisschen, denn das ist ein Lüfter, und dann läuft die Heizung wahrscheinlich auch wieder an. Versucht es ruhig. Das Schaden tut es da nichts, also von daher alles gut. Wichtig ist nur, wieder zusammenschrauben und am besten natürlich auch nicht direkt bei Regen, also direkt Wasser sollte natürlich nicht drauflaufen. So ist die erste Hilfe zumindest vor Ort erstmal. Denn es wird wieder auftauchen, wenn der Motor irgendwann mal wieder auf einer Stellung stehen bleibt, wo die Spule nicht mehr anlaufen kann, dann es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Händler auseinanderzusetzen und ein neues Steuerelement dort einbauen zu lassen. Das ist dieses Ventilatorsystem mit der ganzen Platine hinten dran. Und so ist es auch bei uns passiert. Wir haben das Teil einfach wechseln lassen. Das hat unser Händler ganz schnell und unkompliziert gemacht. Er hatte noch ein weiteres Fahrzeug auch auf dem Hof, wo er das erstmal nehmen konnte und kann es jetzt in Ruhe reklamieren.
Und ja, wir konnten wieder los. Also von daher, es ist keine große Sache. Es ist relativ auch schnell gemacht. Was zu beachten ist, das wissen eure Händler auf jeden Fall und eure Vertragswerkstätten, Thomas-Vertrag wissen das. Gegebenenfalls, wenn ein neues Teil eingebaut wird, muss die Einnetbox zurückgesetzt werden, weil dann alle Komponenten nochmal neu miteinander synchronisieren müssen. Nennt sich Initialisierung. Das macht man auch, wenn man eine Einnetbox anlernen will. Da muss man auch initialisieren und so ist das auch so gewesen. Einnetbox abklären, alles abklemmen. Alles nochmal initialisieren, dann erkennt dieses System auch diese Außensteuergerät und dann läuft das Ganze auch wieder. Genau, sonst kommt es nämlich zu einem E140er und hier steht wieder wie deppert da, weil dieser Code ist ebenfalls nicht drin. Das sind genau. Halt Codes für die Techniker vor Ort. Deshalb die können die auch auflösen, wir natürlich nicht, logischerweise. Genau. Weil wir waren leicht verzweifelt. 132 steht drin, 133 steht nicht drin. Oh, was ist denn das? Aber ihr wisst jetzt, es gibt also eine einfache Möglichkeit, erstmal mindestens den Versuch, die Heizung wieder in Gang zu kriegen. Genau, ja. Das ist erstmal das, was ihr versuchen könnt, was euch vielleicht auch weiterbringen wird. Aber im Moment kommt es wohl bei sehr vielen Fahrzeugen dazu. Da gibt es scheinbar ein kleines, würde ich sagen, Problem in der Produktion. Kann halt vorkommen, ist halt so. Ja, mit Austausch dieser Einheit ist das dann wieder geklärt. Und in der Regel passiert das in den ersten Betriebsstunden. Es war ein bisschen überrascht, dass es bei uns länger gedauert hat. Wobei, so viele Betriebsstunden hatten wir ja auch noch nicht darauf, dass man sagen kann. Naja, wir hatten ungefähr 2-3 Wochen ungefähr. Ja, im Rewe passiert es vorher. Also, das könnte euch passieren. Liebe Leute, die eine Gasheizung haben, wir kommen noch irgendwann demnächst zu einem Vergleich Gasheizung, Dieselheizung. Diesen Fehler. Und das wird sehr spannend. Diesen Fehler habt ihr da schon mal nicht. Wir spoilern schon mal ein paar Sachen vor, was da ist. Das für euch Info. Also, Dieselheizung E133H, Rädchen drehen und auf jeden Fall einen Termin beim Truma Service bzw. bei einer Truma Werkstatt machen. Und ja. Dann einfach hoffen, dass das damit repariert ist. Im schlimmsten Fall kann die Heizung aber auch defekt sein. Leider kann das auch so sein. Oder halt wirklich ein Kabel, aber es ist jetzt sehr oft schon vorgekommen. Es ist einfach nur ober die Steuereinheit. Das wird schon gewesen sein. Manchmal gibt es kurze Videos bei uns. Ja. Aber auch nur selten. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Am Wochenende kommt der Vlog aus Emden, wo es alles noch schön war, bevor die Heizung ausgefallen ist. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Also sprich am Samstag bei Kreuzfahrtcamper. Jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.